Feuer dran machen. Schön, dass du mir meinen Pfeil wieder bringst. Wie es ihn absolut unbeeindruckt gelassen hat, dass der Kunde neben ihm gerade einen Pfeil in den Kopf gekriegt hat. So, hoffentlich kommen ja nicht noch mehr Überraschungen. Ach, da ist ja schon der nächste. Klasse, wie sie ihn da weggehauen hat. So, ich muss erstmal kurz meine Tarnung weglassen. Dankeschön. Der kam schon geflogen. So. Sonst noch jemand, der auf die Fresse braucht? Scheinbar nicht. Das ist doch ganz gut gelaufen, das Level. Bisher. Wir haben ja noch 100 Meter grob vor uns. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. Denn hier, das sieht ja auch interessant aus. Kenne ich aus der Sim Racing. So einen Sitz habe ich mir immer gewünscht. Und da fahren sie wieder ein. Klasse. Ah, das sind ja schon die nächsten Herausforderungen. Es wird und wird nicht langweilig. Oh, da hinten gibt es Pfeile. Okay, ich lade nochmal meine Energie auf. Dann geht es los hier. Der erste steht da hier schon so da, nach dem Motto, töte mich. Oh, das wird ein schöner Stealth-Kill. So, ich werde jetzt den langen Weg hier hinten rumgehen. Das ist ja sowieso relativ schön. Also man hat nicht mehr den einen Weg, den man gehen muss, sondern ja, ich habe das Gefühl, sag mal, dass die Level wie rechteckig angeordnet sind. Dass du wirklich dein Feld frei wählen kannst. So, da unten sind noch zwei. Aber ich werde hier erstmal den Raufereien aus dem Weg gehen. Wir müssen ihn raustreiben. Gehen wir. Ach, jetzt kommt hier. Seien Sie sich von der Decke ab, wie auch immer die das jetzt gemacht haben. Ich gehe erstmal hinter die Kiste hier. Energie nachladen. Schön. Gibt meine Pfeile her. Ach man. Ganz schön viele Pfeile jetzt verbraucht. Aber Moment, ich muss kurz mich hier regenerieren. Weiter geht's. Gib meine Pfeile her. Da steckt noch einer. Regenerieren.
Dann hier zur Pfeilekiste. Also der ist da drinnen. Wo geht's hier raus? Hier scheint's rauszugehen. Gut, man muss ja nicht alle töten. Bin gleich da. Ah, Pfeile. Sehr gut. Aber es macht echt Spaß mit dem Bogen. Was ist denn hier? Keine Ahnung. So. Psycho, ich bin durch. Die Ranne am Boden. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Vorsicht. Schnell aktiviert die Schüsse. Lebt noch jemand? Mist. Und ich bin wieder der Arsch. Hilfe! Oh. Kranker Scheiß. Muss sie ja wirklich hacken, sonst kommt man ja gar nicht vorbei. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Sehe ich das richtig? Es dauert kurz, aber es geht gleich weiter. So. Alle Mann vorrücken! So, findet dieses Arschloch und macht ihn kalt! Geschützt mit Waffen! Ja, hat er schon den ersten erwischt. Ist ja eigentlich auch aus der Verankerung reißen? Anscheinend war nicht. Energie niedrig, wo muss ich denn hin? Da hinten ist der Liberty Dome. Bin ich falsch gelaufen? Scheinbar. Scheiße, wenn man nur die Wand anguckt. So, ich hole mir noch fix seine Munition. Ich verwirre hier. Echt gut, falscher Weg. Ich muss dann doch wohl hier hinter. Oh, jetzt ist die Tür auch offen. Hey, Prophet. Ach, Prophet sage ich schon. Sorry, Psycho natürlich. Sobald wir sind, ja, stoßen wir Prophet zu meinen Leuten. Du hast neuerdings Leute. Du kennst mich. Auf jeden Fall. Deserteur 87%. Inkorrekte Bewertung. Ja, ich erinnere mich. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Ich möchte kämpfen. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann.
Willkommen in New York. Version 2. Was haben Sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Sir, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen Ihr globales Energienetz über eine einzige Seth-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Sir. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Seth hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Respekt. So, mal gucken, was jetzt kommt. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Seth-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell, aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Das ist klar. Alles klar. New York's Regionalkommandant. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Soldaten, bis dahin, macht's gut. Seit wann respektiert